Sie sind kaltblütig und effektiv. Drohnen dienen der Terrorbekämpfung. Sie töten ihre Ziele etwa in Somalia. Das geschieht offenbar auch mit der Hilfe Deutschlands. Eine zentrale Rolle dabei soll die Hauptstelle für Befragungswesen in Berlin spielen. Sie ist dem Bundesnachrichtendienst zugeordnet. Hier werden Asylbewerber befragt, denen besondere Bedeutung in sicherheitspolitischen Fragen zukommt. Laut Süddeutsche Zeitung und NDR werden die Flüchtlinge dabei systematisch nach Informationen zur Zielerfassung von Verdächtigen ausgehorcht. Die Daten werden anschließend an US-Geheimdienste weitergegeben. Am Mittag auf der Bundespressekonferenz verteidigt der Sprecher des Innenministeriums die Gespräche. Diese Befragungen durch die Hauptstelle fürs Befragungswesen erfolgen auf ausschließlich freiwilliger Basis. Also niemand wird gezwungen, von den Asylbewerbern dort Auskunft zu geben. Doch laut Medienberichten sollen die Asylbewerber bei den Befragungen sogar belohnt worden sein. Der Köder der Behörden, schnellere Anerkennung des Verfahrens gegen Informationen. Für Menschenrechtsvertreter ein Skandal. Und auch in der Politik wird Kritik laut. Uns ist immer erklärt worden, diese Fragen, die dort an Asylbewerbende gestellt werden, sind wichtig, um über das Asyl entscheiden zu können. Nun stellt sich heraus, es ist bloß ein Hilfsorgan des amerikanischen Geheimdienstes. Sag mal, wo leben wir hier eigentlich? Jetzt ist auch mal gut, ne? Also jetzt muss man mal ein paar Grenzen ziehen. Auch Monika Düker, Grünen-Politikerin in NRW, ist entsetzt über die Geheimdienstbefragung. Die Bundesbehörden können aus meiner Sicht nicht einfach Befragungen durchführen, die dann mit Informationen über amerikanische Geheimdienste zu Tötungsaktionen führen. Das kann nicht sein. Das ist aus meiner Sicht rechtlich, gibt es dafür auch keine Grundlage. Und diesen Vorwürfen wird man auf Bundesebene nachgehen müssen. Das Thema wird auch den Düsseldorfer Landtag beschäftigen. Anfang Dezember soll im Innenausschuss geklärt werden, ob auch in NRW Befragungen von Asylbewerbern stattgefunden haben.